Hallo Leute, ciao von Andrea Ungo. Die Volatilität oder Vola ist hoch. Wir haben schon über das Thema gesprochen, aber es passiert, dass wenn die Vola so hoch ist, hört man Fragen oder auch nicht nur Fragen, wo man sagt, soll man Volatilität verkaufen? Soll man short einsteigen auf Volatilität? Wie, wann, wo? Diese Sache will ich jetzt mal kurz besprechen, sodass man ein bisschen sieht, wie ich das Thema handle aus meiner Seite, was ich mache und was ich empfehle, nicht so zu tun, aber mindestens zu lernen, weil es immer gut ist, etwas Neues zu wissen und zu hören, wie die anderen das machen. Das ist, was ich dir zeigen werde. Bitte erstmal abonnieren. Ich abonniere meinen Kanal, so wirst du sofort wissen, wenn etwas Neues kommt. Und jetzt bleib dran, ich zeige dir sofort, was für mich Vola Trading bedeutet. Bleib dran. Hier, Leute, sieht man diese S&P 500 Abwärtsfall. Sowas ist eigentlich unglaublich. Also das, was hier passiert ist, ist natürlich unglaublich. Wir sehen etwas, was eigentlich niemals mit dieser Geschwindigkeit passiert ist. Die Zeit, in der man sowas gesehen hat, ist unglaublich kurz. Und das ist eine Ausnahme. Es gab andere Fälle. Jetzt heute ist es ein bisschen besser, aber es hat in einer ganz kurzen Zeit fast so was wie 35% oder sowas verloren. Also das ist natürlich ein unglaubliches Szenario. Und wann sowas passiert, dann reißt die Volatilität zu sehr hohen Niveaus und sehr hohen Werten. Wir können das mit dem VIX-Index beobachten. Und hier sieht man sofort, wie die Situation aussieht. Hier von tief bis hoch sind wir über 500% gestiegen, ungefähr. Das kann man hier sehen. 560%. Und auch in dem Fall ist es ganz schnell passiert, obwohl die Volatilität immer schnell, sieht man hier, immer schnell steigt. Also wie es nach oben steigt, ist es normalerweise sehr schnell. Aber hier 2018 und dann vorher 2015 waren natürlich die Bewegungen nicht so hoch. Das ist Dezember 2018, vorher war Februar. Aber so hoch war es eigentlich noch nie. Also das ist eine wirklich eine Situation, die total übertrieben ist. Es gab diese Fälle, okay, es gab einige, wir können das jetzt ein bisschen breiter zeigen, hier ist es, in 2008 waren wir ungefähr, das war etwas höher, aber wir waren auch so hoch. Also wir sind wieder in einer ähnlichen Situation, obwohl in 2008 die ganze Bewegung, nicht die Vola-Bewegung, sondern die Märtebewegung, war etwas langsamer. Und wenn sowas passiert und wenn wir eine so hohe Volatilität haben, dann denkt man sofort, ob man das irgendwie nutzen kann. Nicht unbedingt nur Aktien tief kaufen, sondern die Vola verkaufen, auf der Vola short einsteigen. Wie kann man das aber nutzen? Normalerweise denkt man sofort an ein Naked Put Optionen Sell, nackte Optionen Sell. Das heißt, Put Optionen verkaufen. Das ist in der Tat nicht die einfachste Lösung. Die Put Optionen zu verkaufen, muss man erstmal denken, wie viel Geld man mit so einem Trade bewegt. Und glaubt mir, das ist ein Haufen Geld. Und wir wissen nicht, was noch passieren kann. Es kann natürlich wieder runterkommen, aber wenn es noch steigt, mit einem Verkauf von einer Put-Option ist es wirklich schwierig, die Position zu handeln. Also ein Stop-Loss zu nutzen, ist in einigen Fällen fast unmöglich.
Das muss man glauben, aber ich kann dir sagen, wenn du ein Orderbuch von einer Put-Option siehst, wenn etwas Verrücktes passiert, dann siehst du sofort, dass die Werte auch komplett verrückt sind. Nicht wegen der Wohler, einfach weil die Market Maker verschwinden und die Werte sind irgendwo. So, wenn man die Position schließen will, wenn man das kann, dass es überhaupt einige Kontrakte noch zur Verfügung gibt, dann muss man das irgendwo schließen. Und es ist wirklich schwierig, die Entscheidungen werden wirklich schwierig zu treffen und auch die Pläne, die man vielleicht aufgebaut hat, kann man nicht nachvollziehen, weil die Situation ganz anders aussieht wie geplant. Also die Put-Optionen, obwohl in diesem Fall natürlich die Wohler so ein fast allzeit hoch ist, nicht allzeit, aber in der Nähe, ist nicht die beste Lösung. Also es soll andere Lösungen geben, die im Fall es schief läuft, irgendwie handelbar sind, mit denen man eine Protektion finden kann, die Position schützen, wo man ein Stop-Loss nutzen kann oder irgendwas machen kann, was einfacher ist. Und die Lösung in dem Fall wäre nicht die Optionen, sondern ein ETF, das VXX ETF. Und in dem arbeitet man direkt auf der Volatilität selbst. Das ist die wichtige Nachricht hier. Also wir sind direkt in diesem Markt, was man hier sieht. Was in dem Markt interessant ist, dass die Werte steigen schnell, aber sie gehen dann normalerweise ziemlich langsam zurück. Und diese reduzierte Geschwindigkeit kann man nutzen, um zu handeln. Hier, Moment mal, zeige ich dir erstmal. Okay. Was ich vorher gesagt habe, die Vola steigt sehr schnell, das ist ein Tageschart, aber dann von dieser Linie sieht man, dass sie langsamer zurückkommt. Okay? Also die hier auch schnell auf und dann langsam wieder zurück zum Anfang. Und also das wird vermutlich auch jetzt so ähnlich aussehen. Was bedeutet das? Dass diese reduzierte Geschwindigkeit kann man einfacher nutzen. Wenn es ganz schnell steigt, ist es vielleicht schwierig dabei zu sein. Es ist nicht einfach und man kann nicht unbedingt am richtigen Zeitpunkt sein. Aber wenn sowas passiert ist, dann weiß man, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es wieder eine langsame Abwärtsphase gibt, die man irgendwie nutzen kann. Das ist also eine Short-Volatility-Strategie, die aber im Prinzip unter Kontrolle wäre. Gut, die andere Möglichkeit wäre natürlich Aktien kaufen. Also ich kaufe tief und ich verkaufe wieder später. Aber das wichtige Unterschied hier ist, dass um mit den Aktien zu profitieren, da brauche ich eine Situation, wo der Markt wieder steigt. Hier muss man nur warten, bis es wieder ruhig wird. Also wir brauchen nicht, dass das S&P 500 wieder zurück zum Top klettert. Nein, wir müssen nur warten, bis es langsam wieder ruhig wird. Und diese Werte werden normal runterkommen, weil es, wie das aufgebaut ist, wie dieses Instrument gebaut ist, ist es normal, dass er jeden Tag etwas verliert. Nur in Sonderfällen, wo alles verrückt wird, verliert er so viel. Also das ist das Wichtigste. Das Wichtige ist, dass es ist, einige sagen, nein, das ist nicht Mean Reverting, aber es ist in der Tat, diese Werte kommen wieder zurück. Man muss nur warten, bis es ruhig wird. Also nicht hoffen, dass es wieder zurückgeht zum Top, sondern nur warten. Und diese hohen Werte werden irgendwie wieder runtergestoßen von der neuen Normalität vom Markt. Und das passiert normalerweise, wie gesagt, ziemlich langsam. Okay? Da wir hier irgendwie auf einem Allzeithoch sind in der Nähe, ist das Risiko natürlich niedriger, als wenn wir da unten sind. In diesem Fall, Short Volatility hat höhere Wahrscheinlichkeiten, erfolgreich zu sein, als in der Normalität, wenn diese Werte ganz unten liegen. Also jetzt ist ein Moment, wo man sowas
versuchen zu nutzen kann. Versuchen. Man muss nicht alles unbedingt tun, natürlich. Man muss nicht unbedingt handeln. Das ist. Was mit diesem System ziemlich wichtig ist, dass da diese VXX eine Tendenz hat, nach unten zu gehen, obwohl wir hier natürlich ganz anders sehen, ist es ziemlich einfach, ein einfaches System herzustellen, mit dem man arbeiten kann. Das bedeutet nicht, dass dieses ein einfacher Markt ist. Nein, es bedeutet nur, dass mit einfachen Regeln kann man etwas Profitables rausziehen. Das ist die wichtige Nachricht. Also ich werde niemals empfehlen, diese Instrumente zu handeln, weil die einfach sind. Nein, aber die Systeme zu bauen ist nicht so kompliziert, weil die normalerweise mit einfachen Regeln gebaut werden können. Okay? Das ist ein erstes System, was ich dir zeigen will. Man sieht es nicht so gut, weil natürlich die Bewegungen hier sind unten das hat sich zu viel bewegt. Und also die Trades unten sehen klein aus, aber die waren schon nicht schlecht. Vielleicht, wenn man hier sieht man das deutlicher, wenn man ein bisschen rücksieht. Es ist ziemlich aktiv, mehrere Trades und kürzere Trades, habe ich schon gesagt. Ich will nicht zu lang im Markt bleiben. Also, dieses System kann man direkt auf den VXX nutzen natürlich oder noch besser auf CFDs, die nach dem Markt sich bewegen. Bei Interactive Brokers findet man zum Beispiel, aber ich glaube auch andere Brokers bieten das an. Also, die Ergebnisse hier sind jetzt, das ist meine Simulationsplattform, hier ist die Equity-Linie, sieht gut aus, wie man sieht, die sind mit $100,000 pro Trade kalkuliert, aber das werde ich auch niemals empfehlen, man kann ruhig mit 1/10 arbeiten oder noch weniger und die Ergebnisse bleiben dieselbe. Hier sieht man auch eine Long-Equity-Kurve, die ist nicht zu steif, weil es nach einer Kompression arbeitet, also diese $450,000 muss man durch 10 teilen, wenn man mit 10.000 arbeitet. Das sind also ungefähr viermal so viel hat man verdient, als was man pro Trade nutzte, was gar nicht schlecht ist, also generell. Und wie gesagt, es ist nicht ein kompliziertes System. Das andere hier, das ist auch eine einfache Strategie, nur mit einem Moving Average, da nutze ich ein Moving Average, die haben nur Short und die Equity-Linie sieht sehr sauber aus. Was interessant ist, wenn wir hier oben mal gucken, okay, das sieht man, das ist Jahr 2019, sehr positives Jahr. Und was dann wichtig ist, dass diese Strategie nachher ganz wenig gearbeitet hat, die ist glatt geblieben, die Equity-Linie. Warum glatt? Weil es natürlich einen Filter gibt und wenn man in einer Zone ist, über die Moving Average, wo man nicht arbeiten soll, bleibt die Strategie einfach flat. Und das ist wichtig, weil es ist eine Risikokontrolle. Wenn die Situation ein bisschen kompliziert wird, bleibt die Strategie ruhig und die arbeitet nicht mehr. Das ist so, wenn wir da oben liegen, einfach passiert nichts. Und das war die Gefahrzone, die nur short arbeitet. Ein anderes Beispiel hier, okay, ähnliche Equity-Linie, die ist auch nur short, okay. Andere Prinzipien, aber hier sieht man auch, wie regulär die Equity-Linie ist. Und was wichtig ist, dass die Kontrolle, diese Strategien, einige von diesen sind sogar noch in einem Programm von der Ungar Academy, das Cracking Volatility, das ist nur auf Englisch zur Verfügung, aber muss ich auch sagen, aber einige, nicht alle. Als Beispiele. Beispiele, weil man zeigt, wie es ziemlich einfach ist. Hier auch sieht man, dass die nicht gearbeitet hat, wenn es verrückt war, okay? Aber normalerweise arbeitet die Strategie ziemlich oft. Aber wenn die Situation ziemlich, hier gar auch eine Spitze, die arbeitet sehr viel hier und dann, wenn es verrückt wird, bleibt die wieder ruhig. Was für uns wichtig ist. Das ist immer noch Risiko zu begrenzen. Immer nur Beispiele. Hier ist nichts passiert, weil es tatsächlich zu gefährlich war, dort short einzusteigen. Das ist auch sehr wichtig. Wie gesagt, Beispiele, aber diese Strategien, glaub mir, die sind alle ziemlich
einfach gebaut. Regeln gibt es keine, die kompliziert sind. Ein anderes System, nochmal, dieses System arbeitet nur intraday in dem Fall, also das ist noch mit weniger Risiko, immer auch nur Short. Es verdient natürlich schlechter, kann man sagen, weil auf Intraday ist die Situation schwieriger zu nutzen. Es ist klar, Intraday bewegt sich in jedem Fall weniger, vielleicht nicht genug, aber wir haben natürlich, unser Vorteil ist, dass wir nicht über Nacht in Position bleiben und unser Risiko ist nochmal häufig begrenzt, weil nichts passieren kann, über Nacht unsere Position irgendwie stören kann oder kaputt vernichten kann. Okay? Das ist auch ein anderes Vorteil. Noch anderes System, das arbeitet auch long. Das ist einer von den ältesten Systemen, die wir entwickelt haben. Und wie gesagt, das ist long und short, also wir haben auch einige long Einstiege. Und dieses ist ein System, was irgendwie, das arbeitet mit mehreren Daten, sieht man hier, komplizierter natürlich, und das sucht mehr einige Outliers, wie man die nennt, also Sondertrades, Trades, die sehr viel in einem Mal verdienen. Das hier ist die Short Equity Linie, okay, die hat einige Schwierigkeiten gehabt, hat aber trotzdem gut verdient, aber hier ist die Long. Das ist genau wie ich meinte, und das ist die sammelte Equity Linie. Zuletzt ist sowas passiert. Also, es ist sicher nicht die schönste, aber sicher würde jemand zufrieden sein mit so eine Equity-Linie, in jedem Fall, auch wenn sie nicht so regulär aussieht. Das hier ist ein anderes Internet-System, auf kleineres Timeframe. Aber auch hier Short, sieht man, ziemlich regulär, aber dieses hat weniger Filter und hat in den Phasen, wo die Volatilität gesteigt ist, einige Verluste gesammelt. Das sieht man hier unten. Aber okay, generell hat es natürlich Geld verdient. Dieses System allein, wie gesagt, ich bin ein Portfolio-Farmer, aber auch mehrere Systeme, dieses System allein hätte verloren, aber sicher nicht so viel, wie die Märkte verloren haben, was wir gesehen haben. Okay, das ist auch wichtig. Dann noch ein anderes Short Volatility System, auch eine andere reguläre Equity Linie, siehst du? Also das, was wir ja gesehen haben hier eigentlich, ist, dass die Equity Lines von diesen Systemen alle ziemlich sauber aussehen. Warum? Weil ich so gut bin? Ja, natürlich. Nein, es ist so, dass dieser Markt als Regeln, als Bewegungen einfacher zu handeln ist, einigermaßen, als andere Märkte. Weil hier gibt es diese Short Edge, also der Markt hat eine naturale Tendenz, sich abwärts zu bewegen. Wenn man diese naturale Tendenz richtig handeln kann, mit den richtigen Regeln, dann kann man solche saubere Equity Lines rausziehen und genießen, würde ich sagen. Und das ist ungefähr die Wichtigkeit von der Volatilität. Also wie gesagt, die Volatilität ist einfacher, nicht einfach, aber einfacher, weil man nicht warten muss, bis die Werte zurückgehen zu bestimmter Höhe, sondern warten nur, bis die Situation wieder normal wird. Wenn die verrückt ist, wie jetzt, wird sie langsam oder mindestens langsamer als sie verrückt geworden ist, langsamer wieder normal werden. Und das sollen wir genau versuchen zu tun. Hier sieht man, wie es Jahr nach Jahr gut verdient hat. Und das ist natürlich etwas, was wir immer machen würden. Diese ist diejenige, die in 2020 Geld verloren hat. Das habe ich vorher gezeigt. Eine andere, die in 2018 verloren hat, aber dann hat wieder angefangen zu verdienen. Und diese hat am Anfang etwas verloren, aber generell dann immer Geld verdient. Und diese ist auch mit einigen Schwierigkeiten jetzt in 2020 und dann vorher gab es noch ein Verlustjahr. Und okay, ja, einige verlieren, aber wie gesagt, wenn sie verlieren, verlieren sie nicht so tief wie zum Beispiel eine Aktienkaufstrategie.
Das war's ungefähr. Das war's. Das sind nur einige Beispiele natürlich, aber das ganze Thema ist erstmal Risikokontrolle. Das bedeutet, wenn du etwas machen willst, mache das aber, wo du dein Risiko begrenzen kannst und wo du dein Risiko unter Kontrolle haben kannst. Das ist sehr wichtig. Und zweitens, Algorithmik, automatisiert. Algorithmik ist ein besseres Wort jetzt. Lasse die Zahlen für dich entscheiden. Lass dich die Märkte analysieren und von dieser Analyse die Antworten haben, um was zu tun. Das ist, was ich mache, Algorithmic Trading. Es ist nicht so kompliziert, es scheint kompliziert zu sein, aber es ist nicht. Du kannst in jedem Fall beim Link hier unten registrieren, das ist frei, und kannst auch dazu mehr Infos bekommen, wie es generell aussieht und was bei dieser Welt von Algorithmic Trading, von Algo Trading, vom automatisierten Handel passiert. Das ist, was ich seit 20 Jahren ungefähr mache, also mit unterschiedlichen Stufen. Aber, und auch als Beispiel, die ganze Geschichte von meinem Trading-Label kannst du in dem E-Book Erfolgreich traden, so geht es auch runter, das findest du auch hier unten irgendwo bei der Trading-Weltmeister.de Webseite. Das ist auch gratis natürlich. So, bleib dran! Ich begeister mich schon für die nächsten Videos, die werden jetzt nächste Woche wieder kommen. Und am Moment bin ich hier, Lockdown, zu Hause. In Italien, wo die Sonne scheinen sollte, schneit es heute. Es schneit wie verrückt. Okay, es bleibt nicht auf dem Boden, aber es ist echt kalt draußen. Und meine Tochter ist traurig, weil sie wieder Schnee nicht spielen kann, weil man nicht... Wir sind verlaut, unsere Wohnung zu entlassen. Ciao Leute, ciao von der Unge, bis nächstes Mal, ciao aus Italien.